Servus zusammen, es ist Mittwoch, wir haben den 10. November und wir haben 17.34 Uhr. Der DAX klackert noch ein bisschen für seinen Schlusskurs, aber die Zeit nutze ich zum einen, um zu sagen, ich bin ab jetzt kommenden Freitag 3 Wochen weg. Ich komme erst nach Nikolaus wieder und ich weiß es nicht, ob ich am Freitag noch einen Film schaffe. Kann also sein, dass das der letzte ist. Müssen wir mal schauen. Dann fange ich mit dem Gold an. Ich mache einen ganz kurzen Blick aufs Gold, weil das wird gewünscht und da ist halt heute was passiert. Hier ist der Ausbruch. Wir haben also diesen langen Trend, wo ist mein Fadenkreuz, diesen langen Trend hier vom 6.8.2020, den kann man wirklich legen, der hat einen schönen Berechtigungsdasein. Den haben wir definitiv gebrochen. Ich glaube nicht, dass wir heute Abend nochmal hier runtergehen werden. Ich habe als einzigen ersten kleinen Widerstand hier das Gap vom 11.06. Das ist bei 1.876. Aber ansonsten ist jetzt eigentlich dieser Bereich hier jetzt mal Pflicht. Mal gucken, was er dann als Kür macht. Man sollte sich nicht davon ins Boxhorn jagen lassen, dass wir jetzt hier unten überkauft sind und leicht drehen. Das ist oftmals so. Das hatten wir hier über einen längeren Zeitraum. Und das haben wir auch hier mal gehabt. Ja. Guckt da nicht so sehr auf die Stochastik, die ist überfordert mit so einer Bewegung. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mit viel Glück kommt es nochmal hier runter, so auf diese 1.834. Aber da würde ich jetzt erstmal nicht dagegen halten. Das mal zum Gold. Jetzt gehen wir zum DAX. Hier ist der DAX und ich finde, der hat es eigentlich ganz gut gemacht die Woche. Der ist ordentlich gestiegen und bleibt auf hohem Niveau. Das muss man einfach so sagen, er bleibt da. Jetzt kommt natürlich wieder ein Aber. Es muss ein Aber kommen, denn wir haben gestern am Dienstag haben wir diesen Shooting Star hier gemacht. An einem neuen All-Time-High. Das All-Time-High war bei 16.104. Und diese Shooting Stars kommen manchmal vor, hatten wir hier auch einen. Danach tröpfelt es dann so runter. Ich mache mal das Fadenkreuz raus. Und hier hatten wir auch einen. Und dann tröpfelt er auch so runter. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine gewisse Gefahr vorhanden. Ich weiß, dass viele von euch wissen, was ein Shootingstar ist, aber es sind auch immer wieder Leute dabei, die wissen es nicht. Deswegen will ich das mal ein bisschen komödiantenhaft erklären. Schatz, ich weiß ganz genau, dass der Markt runtergeht. Ich habe Putz gekauft. Ich habe das Haus beliehen. Ich habe Putz gekauft. Buch schon mal den Urlaub auf Hawaii. Du wirst sehen, nächstes Jahr bleiben wir da 6 Wochen. Oh, steigt ja weiter. Sag mal, Schatz, hast du noch Geld auf dem Sparbuch? Weil ich bräuchte noch mal ein paar Putzvorsichtshaber, der kann nicht weiter steigen. Dann kauft er noch mehr Putz dazu. Dann geht das Ding immer weiter hoch. Dann fühlt man sich immer wieder durch diese kleinen Gegenbewegungen bestätigt. Schatz, vergiss das doch mal mit Hawaii. Machen wir doch mal lieber Malle nächstes Jahr. Hawaii machen wir dann 2 Jahre später, ich verspreche es dir. Und dann wirst du schon sehen, das geht gut, ganz bestimmt geht das gut. Und dann knallt er weiter hoch. Und dann, das ist jetzt aber doof, also ich habe noch ein bisschen Geld da, ich kaufe noch mehr Putz und es geht weiter hoch. Es ist ein Druck da, der Druck baut sich weiter auf und so weiter, bis es an diesem Punkt hier kommt. Der Druck ist stark, viele Shorts werden rausgedrückt und schließen die Position. Und wenn dann der Druck nachlässt, hier drüben kann ich es jetzt besser erklären, wenn dann der Druck nachlässt, dann passieren solche Geschichten hier. Das ist ganz häufig so. Und das Ende unserer Geschichte ist dann, ja Schatz, ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß, dass ich recht habe, aber der Markt, der will nicht so, wie ich will. Kannst du mal bitte deine Mutter fragen, ob wir da noch einziehen können mit den beiden Kindern, dem Hund und der Katze und dem Goldfisch. So muss man sich das vorstellen. Das passiert dann hier. Gut, wie dem auch sei, also ja, tatsächlich, wir haben hier einen Shootingstar. Wir hatten welche in der Vergangenheit. Wir sind etwas weicher über das MACD. Wir sind immer noch überkauft, aber hallo, wir sind an einem All-Time-High. Ja, wir sind nur ein paar Punkte von weg. Der DAX schließt bei 16.063,30. Wir sind nur 40 Punkte darunter. Und der Vorteil von so einem Shootingstar, das wollte ich noch sagen, ist, dass er sofort, ich mach's mal größer, sofort den Stop mitliefert. Wer also jetzt hier irgendwie short geht, weiß genau, er muss sich eigentlich bei 16.104 stoppen. Wobei ich dann sage, dann gebe ich dir noch 20 Punkte Platz, aber bei 16.124 muss eine Position, eine Short-Position gestoppt werden, egal auf welcher Zeiteinheit. Und wenn das nur ein 5-Minuten-Chart ist, ist es ganz egal, sobald wir hier drüber sind, 20 Punkte über diesem Punkt, muss das zugemacht werden. Nochmal, wir sind überkauft, ja, aber es ist kein griffiges Verkaufssignal. Schauen wir mal, ne, dann mache ich den hier noch. Die Unterstützung, die sinnvollste, habe ich hier bei 15.500. Dazwischen gibt es natürlich kleine Gaps, aber da sind wir jetzt erstmal weit von weg. Das ist die wichtigste Unterstützung und da suche ich hinterher auch den Call aus. Dann haben wir die 4-Stunden-Basis. Auf 4-Stunden-Basis haben wir jetzt schon seit geraumer Zeit eine Seitwärtsphase. Ja, und zwar ziemlich genau hier, das ist vom 3.11. Und jetzt muss ich erstmal die Technik hochfahren. So, und hier auch noch mal ein bisschen.
Das sieht aber an für sich okay aus. Der gibt nicht nach. Der gibt kein Terrain nach. Der geht mal 50 Punkte runter. Wir waren ja auch heute unter der 16.000. Und dann holt er sich die wieder. Das ist im Prinzip ein gutes Zeichen. Was mir hier auffällt, ist, die Bänder sind sehr eng. 16.007 zu 16.080. Das sind 73 Punkte. Jetzt weiß ich natürlich, ich bin 3 Wochen weg und Bewegung kommt nur dann, wenn ich nicht da bin. Aber glücklicherweise hat mein lieber, sehr geschätzter Kollege Martin N. aus M. mir 3 Wochen Mauritius oder Seychellen meiner Wahl im First Class Schnibbeldegöhne versprochen, wenn ich da mal 3 Wochen wegbleibe. Und ich glaube, die freuen sich jetzt schon alle bei mir im Chat auch. Ich werde laufend auf den Arm genommen, wann ich endlich mal wieder gehe. Das war tatsächlich, aber wann war das? Gestern war das so. Ich war eine halbe Stunde draußen und schon geht's ab. Es war unglaublich. Wenn ich vor der Mühle sitze, dann passiert hier nichts. Aber ihr seht hier diese Seitwärtsbewegung, Seitwärtsrange hier mit der oberen Begrenzung 16.104 und der unteren jetzt bei 15.987. Die Bänder sind super eng, also da passiert was. Da kommt ein 100-150-Punkte-Move innerhalb recht kurzer Zeit. Hier ist nochmal die Unterstützung, die wir gesehen hatten. Wir sind über den Oszillator, durchaus positiv. MACD macht nicht viel, kann auch nicht, ist ja seitwärts. Gucken wir mal auf der Stunde. So, muss man ein bisschen näher ran. Ist natürlich dann auch eine Seitwärtsbewegung mit genau den gleichen Punkten. 15.986 und 16.104. Entschuldigung. Doch, 15.986 und 16.104. MACD nichts zu wollen, Oszillator leicht überkauft, ohne ein neues, frisches Signal. Also ich finde, der hält sich hervorragend, wird ein bisschen Luft ablassen, wenn wir unter die 15.980 gehen. Ansonsten hat er nach wie vor alle Chancen, hier nochmal einen draufzusetzen. Der Shooting Star, der behindert mich ein bisschen, aber er soll mich nicht behindern, denn ich bin ja dann zum Glück weg. Gucken wir mal nach Scheinen. Ich habe den hier im Angebot. Das ist ein 15.448er, da sind wir also ungefähr hier, wo jetzt die Maus ist, da. Natürlich kann man näher dran gehen, aber da ist natürlich auch der Stressfaktor ein bisschen höher. Ich finde den gut und wenn wir diese Seitwärtsrange nach oben verlassen, wäre das also eine Wahl. Das ist immerhin 26er Hebel, das ist kein kleines Dingelchen. Das ist die Kennnummer GX45RF, unlimitiert, sprich Open End, vom Short. Da kann ich näher rangehen. Da möchte ich eigentlich schon deutlich näher rangehen. Wir haben ja auch die Mittwochsversion, die ist ja ein bisschen heiser. Da gehe ich mal auf Hebel 50. Da habe ich gar kein Problem mit. Das ist 16.392er. Das ist fast ein 50er Hebel. Das ist die Kennnummer GH5, N wie Nordpol, M wie Martha, P wie Paula. GH5NMP. Warum so nah dran? 16.392, das ist die Geschichte mit dem Shooting Star. Wenn wir den um 20 Punkte überbieten, also 16.124, muss der sowieso raus. Den würde ich mir, also packe ich mir auf die Watchlist, oder ihr euch, und zwar in dem Moment, in dem wir hier die 15.985 nochmal rausnehmen, mit bitte einer Stundenkerze. Dann haben wir nämlich nochmal Platz hier schön runter. Also ich finde, es sieht grundsätzlich nicht verkehrt aus. Er lässt beide Wege offen, er gibt ganz klare Chartpunkte vor. Und ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 3 Wochen und fette Beute und happy trading. Bye, bye.